Als westlicher Eckpfeiler und markante Erscheinung erhebt sich hoch über der Seenlandschaft rund um Füssen und Schwangau der Säuling, seinen 2047 Meter. Der Säuling ist einer der bekanntesten Gipfel in den Ammergauer Alpen und ein echter Klassiker. Er kann von zwei Seiten bestiegen werden. Wir dokumentieren hier die Variante von Süden über das Säulinghaus auf 1720 Meter, welches mit toller Aussicht eine ideale Einkehr für den Auf- oder Abstieg ist. Insgesamt eine lange und abwechslungsreiche Wanderung mit toller Aussicht auf die Ammergauer Alpen und weit darüber hinaus. Ab dem Säulinghaus wird es dann schwerer. Es gilt einige leichte Klettereien im ersten Schwierigkeitsgrad zu meistern, die gut mit Seilen und Ketten gesichert sind. Man sollte dennoch schwindelfrei und trittsicher sein. Auch auf lose Steine sollte man gut achten. Schönen guten Morgen. Wir grüßen euch und starten heute auf ca. 900 Meter auf dem Parkplatz Säulinghaus. Und wir sind heute wieder im Vater-Sohn-Duett unterwegs. Mit mir dabei heute wieder Papa Ludwig. Jawohl. Jetzt stürmen wir mit 77 den nächsten Berg. Genau. Er kann es noch nicht sein lassen. Und dafür haben wir uns heute diesen wunderschönen Säuling ausgesucht in den Ammergauer Alpen. Deswegen bleibt jetzt mit dran, genießt mit uns dieses Video und habt viel Spaß dabei. Am Anfang geht es jetzt hier hoch, ein Forstweg. Man folgt die Schilder zum Säulinghaus, erstmal 2 Stunden auf der Route 28. Also nach ein paar Meter kommt hier die erste Abzweigung, müsst ihr euch entscheiden, rechts oder links. Links geht der Fahrweg hoch, unspektakulär, rechts geht der Steig hoch. Natürlich entscheiden wir uns für rechts und es ist auch eine Stunde kürzer angegeben. Ja, wegen der Uhrzeit, wir sind um ca. 8.45 Uhr gestartet und schauen mal, ob wir mit der Zeitangabe am Säulinghaus dann auch rauskommen werden. Ja. Wegen dem Parken. Ihr parkt unten auf dem Parkplatz Säulinghaus. Der ist sehr klein, deswegen es ist gut, wenn man zeitig dran ist. Allerdings, er kostet auch nichts, gebührenfrei, ganz toll. Nach ca. 15 Minuten sind wir jetzt durch den Wald durchgelaufen, schön im Schatten. Kommen wir hier wieder auf den Fahrweg. Hier haben wir unser nächstes Schild zum Steig. Sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Route unterwegs. Abkürzt. Und ca. 100, 150 Meter weiter heißt schon wieder Säulinghaus, Route 28, ab durch den Wald, runter vom Fahrweg. Ja, wir kämpfen uns ganz gut durch den Wald hier durch, sind aber noch ganz gut in der Zeit. Knapp über eine Stunde jetzt und hier vor uns ist auch der neue Wegweiser, also hier dann links abbiegen. Dann habe ich euch jetzt noch ein paar Tourdaten, also Zahlen, Daten, Fakten. Im Aufstieg haben wir ca. 3 Stunden und im Abstieg 2 Stunden 15 Minuten. Das ist die Angabe auf jeden Fall. Es sind 1150 Höhenmeter zu bewältigen und das Ganze sind ca. 9 Kilometer. Auf ca. 1460 Meter sind wir jetzt. Und hier zum ersten Mal schiebt sich unser Tagesziel in die Blickrichtung. Ganz oben kann ich schon das Kreuz raus blitzeln sehen. Das sieht man natürlich nicht auf dem Video, aber wir sind in Sichtkontakt. Ja, nach 2 Stunden, 15 Minuten kommen wir jetzt hier am Säulinghaus raus. Mal ganz kurz hier, zeige euch, wo es weitergeht. Das ist der Wegweiser, anderthalb. Eine Stunde. Genau, eine Stunde noch hoch. Drüber ist die Säulinghütte. Schauen wir uns mal an. Mal eine kleine Pause hier. Und dann schauen wir weiter. Das Säulinghaus ist eine einfache Schutzhütte der Naturfreunde Ortsgruppe Augsburg und wurde 1925 erbaut. Es gibt eine tolle Auswahl an deftigen Speisen und kalten Getränken zur Erfrischung auf einer tollen Sonnenterrasse.
Diese urige Hütte liegt auf der Sonnenseite des Säulings mit einem super Panorama über die Lechtaler und Allgäuer Alpen und dem gesamten Talkessel von Reute. Das Säulinghaus bietet Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 48 Personen im Betten- und Matratzenlager. Die Hütte ist nur über die Sommersaison geöffnet. Auch das davorliegende Notlager wird über die Wintermonate geschlossen. Alle wichtigen Links zu Webseiten, die ihr braucht, um diese Tour auch zu planen, findet ihr natürlich wieder in der Hallo. Videobeschreibung. Ja, wer bist denn du? Servus. Ein Apfelsaft gespritzter später geht es jetzt hier noch auf einem Wanderweg. Ein Stückchen ganz normal weiter. Und dann schauen wir mal. Drehe ich mal die Kamera nach vorne. Denn dann haben wir auch schon den ersten Blick auf, glaube ich, so ziemlich der steilste Abschnitt, der heute auf uns zukommen wird. Jawohl, ja. Man sieht, es geht hier außen rum und da oben drin stehen auch welche. Und dann wird es rechts rüber gehen, von uns hinterher auf den Gipfel. Es fängt an. Es geht jetzt über von Wanderweg in alpines Gelände. Es soll hier auch bis zu erster Schwierigkeitsgrad leichte Kraxler reingeben. Ab hier gehe ich jetzt vollends zum Gipfel alleine weiter. Papa Ludwig, der ist unten auf dem Säulingshaus. Da wartet er auf mich, macht da unten eine Rast. Ich darf zwischendurch noch ein bisschen Gipfel stürmen und dann können wir wieder schön gemeinsam ins Tal abwandern. Aber jetzt erstmal, hier vor mir geht's hoch. Also gute Wege hier hoch. Auf jeden Fall im Prinzip schön. Nicht ausgesetzt, absolut gut zum Laufen und bis jetzt auch noch alles schön breit. Ja, hier ist ein Seil drin, da muss es da rüber gehen. Ja, genau, da läuft Seil rüber zu uns. Perfekt. Ja, jetzt hier vor mir. Eins von den längeren seilversicherten Stücke, wo hier wirklich so ein bisschen seitlich kleine Treppe hochgeht, sogar mal ein Eisenbügel drin ist. Ja, richtig schöne Passage hier. Auf diese vielbegangenen Routen alles speckig und abgedreht, aber trotzdem gut halt. Zum Charakter: anspruchsvolle Bergwanderung mit gesicherten Kletterstellen im ersten Schwierigkeitsgrad. Steig vom Säuglinghaus zur Gamswiese ist steinschlaggefährdet. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind für die Besteigung erforderlich. Ja, vor mir jetzt. Letztes Stück Gipfel gerade hoch, da oben zum Kreuz. Das letzte Stückchen noch. Sieht richtig schön aus da hoch. Ja, die letzten paar Meter schlängelt sich jetzt hier voll ins Hoch. Hier leichte kleine Kraxlerei nochmal. Aber ja, einfach schön. Ja, einfach schön, kann man dazu sagen. Macht Spaß an so einem Tag hier.
Teil und Bergdank der Säuling. 2047 Meter am Gipfelkreuz. Mit dem Säuling im Rücken und auf der anderen Seite ein Wahnsinns-Panorama hier. Wunderschön. Schaut wieder zu mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr den Kanal abonniert. Die 500 ist jetzt endlich erreicht. Freue mich richtig tolle. Macht weiter so. Verbreite die Videos. Seid immer mit dabei, wenn es heißt Alpin Michel on Tour. Freut mich saumäßig, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder mit dabei seid, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Runter zu uns ist the same way back. Das heißt, nicht viel Filmerei. Ich denke, unten am Säulingshaus, wo Papa auf mich wartet, wird es was zum Festsprung geben. Und dann nehmen wir euch wieder mit dazu. Und zum Abstieg Sonnenbrille. Ein cooles Video soll das werden. Spätestens jetzt. Currywurst. Voll geil. Und jetzt verdient Mahlzeit. Mahlzeit. Wir sind wieder vereint am Säulingshaus. Hat jetzt noch schön eine kleine Currywurst gegeben, damit ihr eine kleine Pause, eine kleine Stärkung habt. Wir machen uns jetzt wieder zusammen auf dem Weg ins Tal. Es war schön, wir haben eine tolle Wanderung hier hoch gehabt. Ja, war gut. Ja, Bomberwetter, deswegen, ich freue mich schon wieder aufs nächste Video. Es wäre toll, wenn ihr mit dabei seid. Schaltet wieder mit ein, wenn es heißt Alpin Michel on Tour. Und bis dahin seid ihr euch. Ciao, bye bye, euer Alpin Michel.